herzliches Hola aus der Pestalozzi-Schule Buenos Aires. Juhu, nun ist es geschafft und die Projekte stehen kurz vor der Vollendung. Wir sind 23 Schülerinnen und Schüler aus dem 6. Anno. Gerne erzählen wir ganz kurz von unserer Arbeit. In unserem einstündigen Dokumentarfilm kommen Menschen zu Wort, die eine Vielzahl sehr, sehr interessanter Botschaften weitergeben. Außerdem zeigen wir Orte außerhalb der Schule, die für das Verständnis von Diktatur und Demokratie essentiell sind. Zum Beispiel Orte der Erinnerung wie die Ex-ESMA in Buenos Aires oder die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur in Berlin. Denn darum geht es uns genauso wie euch. Wir wollen zu einem friedlichen und demokratischen Miteinander beitragen und die Werte wie Toleranz, Respekt, Freiheit der Ideen leben. Die Schulgeschichte so intensiv zu erleben, das war toll. Ich habe gelernt, mit der Technik umzugehen und wie man ein Projekt organisiert. Ich war zum ersten Mal im Museo de los Inmigrantes. Der Besuch hat mich sehr berührt. Ich habe verstanden, wie der Prozess für einen Film geplant wird und wie viel Vorbereitung es braucht. Der Filmprozess hat auch viel mit Zuhören zu tun. So intensiv habe ich mir vorher keine Gedanken gemacht. Die Begegnung mit den Menschen, die zur Schulgeschichte erzählt haben, das war für mich genial. Die Technik war auch sehr interessant. Kameras, Mikrofone, Perspektiven und Licht. Das geheime Gefängnis in der Militärdiktatur war ein Höhepunkt. Ich war total geschockt. Der Inhalt war sehr spannend, aber auch die technischen Aspekte und wie man Filmszenen plant. Ich bin froh, dass ich in dieser Schule gehen konnte. Nochmal ganz liebe Grüße an alle Schulen. Wir freuen uns darauf, uns mit euch auszutauschen. Ein ganz besonderen Dank gilt dem Team in Berlin und der ZFA sowie den Kooperationspartnern für die super Unterstützung. Hasta luego!